mit Mainz gegen Bielefeld. So, das war doch mal ein Höhepunkt hier. Also Glückwunsch an die Mühlenkreisauswahl. Alle wieder wach, alle wieder da. Und jetzt machen wir weiter und freuen uns auf Mainz 05. Den Titelverteidiger und Arminia Bielefeld. Ja, hohes Bein, gut gesehen von Christian Westermann. So, Bielefeld fast eine ähnliche Ausgangslage der Landesligist wie unsere Mühlenkreisauswahl. Ersten zwei Spiele 1:5 gegen Bayern, 2:5 gegen Hertha. Und hatten gar nicht so schlechte Ansätze, gerade gegen Hertha BSC Berlin. Und sie wollen sich jetzt auch nochmal ein anderes, ein besseres Gefühl holen. Für den morgigen Turniertag. So, vielleicht geht das hier mit los. Nein. Mainz klärt die Situation. Die Mainzer 4:0 gegen die Mühlenkreisauswahl, 4:2 gegen Mönchengladbach. Inhaltlich war der zweite Auftritt gar nicht so gut. Und hier führen sie jetzt mit 1:0. Jan Jakub, Jan Eger trifft zum 1:0 für die Rheinhessen. Blockwechsel bei Arminia. Bielefeld ja gehört zum Inventar des Cups, bei jedem Turnier mitgemacht und teilgenommen. Und jetzt mit dem Ausgleich. 1:1. Torschütze Tom Bruns. Einfach mal vorgelegt, geschaut, mit links abgezogen. Und dann bekommt Genti Morina die Hand nicht mehr richtig hinter dem Ball. So, starke Ablage hier, starke Dynamik. Foulspiel. Oh, gibt Freistoß für Mainz. Maurice Bittroff. Aus Sicht von Westermann gefoult. 4 Sekunden rum. Und damit erübrigt sich jede Diskussion über die Berechtigung dieses Freistoßes. So schnell kann es gehen.
Starkes Spiel über die Bande, die Möglichkeit. Geklärt. Das ist hier auch wieder intensiv. Die Jungs geben alles. Hier ist nichts mit Vorrunde und wir gucken mal. Mino Jäger im Tor der Bielefelder. So, nächste große Aktion und Jäger ganz stark. Tolle Präsenz. Bein lang gemacht. Kapitän, 15 Jahre jung, wird in 10 Tagen 16 Jahre. Spiel entschieden. Der eine Richter gefoult. Und jetzt von der Platte. Ist der Ballgewinn, gute Aktion. Uno Yasman mit dem Abschluss. Eckball für die Arminia. Gut gespielt, spitzer Winkel. Abschlussversuch über die Bande. Yasman. Beide am Arbeiten. Und zu viel des Guten aus Sicht von Westermann. Freistoß für Arminia Bielefeld. Okay, Freistoß für Mainz 05. Ah, der ist anders angezeigt. So, langer Ball, Direktversuch. Uno Yasman, auffällig jetzt in der Offensive. Nächster Versuch vom Torschützen von eben. Bielefelder in den ersten Turnierjahren wahnsinnig erfolgreich. Gewann ja die Erstausgabe im Jahr 2000. 2002 erneut der Sieg. Dazu noch 2005 und 2006 im Endspiel. Und seitdem ging es dann nie wieder ins Finale. Das war wieder Uno Yasman. Der jetzt wirklich viele gute Aktionen hat da vorne. Sohn von Turniergründer Heinz-Dieter Holsing, Finn Holsing, ist ja Leiter der Nachwuchsabteilung bei Arminia Bielefeld, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Arminia. Nächster Schussversuch, diesmal von Ibrahim Engin, da haben wir ihn eingeblendet. Wieder gut gespielt. Also Arminia jetzt tonangebend. Arminia die Mannschaft mit mehr Zug zum Tor, mit mehr Abschlüssen.
Aber das heißt ja nichts bei Mainz 05. Die hatten gegen Gladbach gar nichts auf die Kette bekommen. Lagen 0-2 hinten. Nur mit einem Eigentor. Dann ging es dann los. So, Vorteil jetzt. Nächste Möglichkeit für Mainz 05. Spitzen Winkel. Engin attackiert. Starker Abschlussversuch vom Kapitän der Mainzer, von Chris Rosenberger. Ja, Ball muss gerollt werden. Das ist übrigens gute Taktik fürs Zeitspiel, wenn man keine Anspielstation hat. Schießt man den Ball als Torwart einfach. Dann pfeift der Schiri eins zurück und sagt, du musst einwerfen. Und dann gehen die 4 Sekunden Mendo los. Vielleicht ja unauffällig cleveres Mittel gerade von Mino Jäger. Zweieinhalb Minuten noch auf der Uhr. Weiterhin 1-1. So, langer Ball jetzt auf Rosengarten. Gut aufgepasst. Arminias Abwehr. Anschlagsversuch hier von Kieran Buret auf den Trainer der Arminia. Auf Tom Rerucha. Oh, jetzt der Ballverlust, der kann teuer werden. Finn Hilbrunner. Über das Tor, nächster langer Ball. Also Struktur geht jetzt ganz verloren und trotzdem eine Möglichkeit. Viel mit langen Bällen, viel Zufall. Hier wieder der nächste lange Ball. Jäger vor Rosengarten. Rosenberger, Entschuldigung, Rosenberger. Gott, oh Gott. So, da haben wir ihn. Zu seinem nächsten Tor habe ich es drauf. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Aber wieder bleibt Jäger der Sieger. Macht ein sehr gutes Spiel hier der Bielefelder Keeper. Nächster langer Ball. Also wir sehen wenig Fußball. Gute Minute vor Ende. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute wird euch präsentiert von der Kanzig Group. Der Ball war nicht im Tor. Bleibt bei Mainz 1, 50 Sekunden, nächster lange Ball. Ja, sie wollen diesen Bandenabpraller haben. Max Klicher kam nicht ganz ran, weil Mainz auch aufmerksam ist. Starker Ball. Fünfte Sekunden, Mainz nochmal im Ballbesitz, Ball gut rübergelegt, klasse verarbeitet und dann kann Maurice Bittroff es nicht mehr ganz gefährlich werden lassen. Langer Ball, das war's, Mainz und Bielefeld trennen sich unspektakulär, 1-1.